Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, dann wollen wir uns jetzt mal nach gemachten Plan, Richtung Flussgabelung begeben. Das heißt, ich werde jetzt mal nach Meriot schnell reisen und dann müssen wir den Rest halt zu Fuß ablegen. Ein Hinterhalt, aha. Das wird nicht lange dauern. Ein Einzelner? Ein Einzelner? Verdammt! Bombe! So, Hondi, nicht. Wir wollen erstmal boxen. Na komm. Ja, jetzt. Was macht er denn? Sehen hier fallen? Lass dich von meinem Hund nicht irritieren. Ja, komm. Gleich wieder aus dem Hund befreien hier. Hoppala. Ne? Nein, ich muss wieder aus dem Hund befreien. Ja, komm. Du sollst nicht mit dem Hund fighten, sondern mit mir. Na komm. Prügel dich, komm. Ich und Weichei. Wer braucht denn eine Waffe hier? Na. Jetzt kann ich schon wieder nicht in ihn hauen. Na, du bist mir aber einer hier. Na gut. Das war's. Aber wir könnten ja mal kurz gucken. Wir nehmen ihm mal kurz die Groschen weg. Wir nehmen dir die silbernen Sporen. Das nehmen wir dir auch weg. Wo ist denn deine Waffe? Beides fallen lassen, ja? So, ich nehme dir mal kurz das Schild weg. Das brauchst du nicht mehr. Und den schweren Kriegshammer, den brauchst du auch nicht mehr. Dann wollen wir mal gucken, ob er jetzt nochmal aufsteht. Ich kann ja nochmal kurz gucken. Ja, wir könnten uns nochmal ein Schnäpschen gönnen. Na komm. Steh mal wieder auf. Und da will er fliehen. Da will er fliehen. Naja, er hat einfach immer noch kein Leben. Nicht fliehen, nicht fliehen, nicht. Nein. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Also Waffenklauen bringt nicht wirklich was. Da machen wir es halt anders. So, schnell. Das Schmiedeset noch. So. Na, jetzt bleibt doch mal hier. Erst andere Leute überfallen lassen und dann, ne? Na, warte. Jetzt erwische ich ihn noch nicht mal mit dem Bogen. Bleib doch hier. Getroffen habe ich. Jedenfalls hat er ein Geräusch gemacht. Und das war der zweite. So. Kriege ich meine Pfeile auch noch wieder? Meine Pfeile kriege ich, wenigstens einen kriege ich wieder. Und er hat, wo hat er denn jetzt die Groschen schon wieder her? Der läuft nur hier durch die Gegend und hat wieder Groschen. Auch schön. Auch schön. So. Und betrunken wie wir sind. Hoppala. Er soll wieder wegstecken. Nein, das war wieder verkehrt. Betrunken wie wir sind. Ne? Ihm hinterher torkeln. Er hätte ein bisschen schöner sein können, der Kampf. Goethe hat sich halt ein bisschen... Blut wird fließen. Okay. Hast weiche Knie. Jetzt reicht's aber. Ich sehe ja kaum was hier. Nimm das. Genau. Nimm das. Na nun komm. Lass dich doch mal treffen hier. Ha? Du hast doch die Waffe hier in der Hand. Nicht ich. Mist. Ja, komm.
Oh. Na, 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 na. Du bist tot. Sei dir man da nicht so sicher. Die Fäuste der Gerechtigkeit schlagen heute du zu. Du wirst leiden. Ja, jetzt komm erstmal wieder runter da. Das ist mir da ein bisschen zu heikel. Komm runter da. Was nennst du kämpfen? Ja, du spückst hier große Töne und komm runter. Okay. Da hat gerade Köter gemeint, nö, das machen wir so nicht mehr. Hier wird keiner mehr veräppelt. So, und der Dorfbewohner hier, den dürfen wir jetzt auch nochmal entnehmen. Oder muss ich mal gucken, wir sind jetzt relativ weit bei Nahrung runter. Ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen was essen. Aber nur ein bisschen was. Guck mal, einen Steinpilz kriegen wir auch noch rein, oder? Sattheit 1. So. Trinkwasser war jetzt eigentlich nur Gesundheit. Keine Energie, nichts. Dann trinken wir das jetzt einfach mal weg. Komm, YOLO. Aber mal was trinken. Was haben wir gekriegt? Na, eine Lebensmittelvergiftung auf jeden Fall. Die hält aber nicht lange an, weil wir sind Eisenmagen mittlerweile geworden. Wir können sogar Verdorbenes fressen. So, jetzt müssen wir gucken. Immer dem Marker hinterher. Und ohne Fackel, weil denn ich finde, ohne Fackel sieht man ein klein wenig besser. Weil sich da so die Augen so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnen. Könnte mich natürlich auch täuschen, aber wie gesagt, mit dem Lichtschein immer schwierig. Oh, Entschuldigung. Das sieht aber auch geil aus bei Nacht, ne? Thallenberg. Als wenn da so elektrisches Licht gibt. Es sieht einfach nur geil aus. Ja. So, aber wir wollten jetzt hier nicht Thallenberg vom Weiten bewundern, sondern wir wollen zur Flussgabelung. Die ist ja jetzt eigentlich wichtig. Okay, Hund hat wieder was gefunden. Dann drehen wir nochmal um. Was hast du denn gefunden? So weit hier draußen. Hey, hier liegt ein Grab. Ist es das schon? Ist das nicht ein bisschen... Wo kann ich es jetzt nicht ausgraben? Ah, jetzt. Das wäre jetzt ein bisschen zu einfach gewesen, oder? Nee, das ist wirklich ein Grab. Okay, hier liegt ein Bauer und, ja, seine Habseligkeiten. Also ein Grab war das, glaube ich, nicht, was wir als Schatz deklarieren können. So, hier muss das ja jetzt irgendwo sein. Ja. Wo es jetzt gleich auf den Flussmündung trifft. Ja. Ist halt ein bisschen arg duster hier. Ich werde mal kurz absteigen und dann werden wir mal kurz ein bisschen warten, bis es wieder hell ist. So, bis 7 Uhr, das dürfte reichen. Dann lernen wir ja noch nebenbei ein Büchlein, was wir hier gefunden haben. Top. Der wartende Unterricht ist immer gut. So. Jetzt haben wir ihm aber keine Fackel gegeben. Jetzt hat er bestimmt sich die Augen kaputt gelesen. Heimlichkeit. Heimlichkeit erhöht. Sehr, sehr nice. So, hier haben wir jetzt den Flusskamm. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das heißt, wir sind hier schon ganz richtig. Sonstiges. Und wir brauchen... Einmal Nummer 5. So, dem Flusskamm folgen, bis ein Baum kommt, der über das Wasser ragt. Okay.
Das heißt, dem Fluss jetzt folgen, bis zu einem Baumstumpf finden, den ich schon sehe vom Weiten, der über den kleinen Fluss hier ragt. Ist ja noch ein Babyfluss. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken, in welche Richtung sollten wir denn gehen. Wir sollen dann in die Richtung, ja, auf der wir schon stehen. Das heißt, hier müssten wir jetzt rauf. Das heißt, gen Norden. Na, eigentlich ist es ja mehr Westen. Dann muss er hier irgendwo... Ah, Hund hat schon was gefunden. Top. Wo bin ich dran vorbeigelaufen? Und was ist es? Baumstümpfe? Ah, doch ein Brunnen. Interessanter Ort. Und was war das gerade? War das eine Schlange? Okay, und in dem Brunnen wurde das Versteck gemacht. Okay, wir haben Gräser und Kräuter. Und verpönter Würfel. Was macht denn der? Manchmal ist hier die Würfel gewogen, manchmal nicht. Dieser hier wahrscheinlich eher nicht. Okay. Gut, einmal alles mitgenommen. Können wir hier auch wieder rausklettern. Aber was war hier denn jetzt eben gerade? Hier ist doch irgendwas... langgerutscht, so sah das doch quasi aus. Gut, aber nochmal ein neues Buch. Wir sind noch nicht überladen, das heißt... Na, eigentlich müsste ich, nochmal gucken, dass wir reparieren. Achso, jetzt habe ich irgendwas vom, ja, anderen repariert. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ja, wir brauchen unbedingt wieder Rüstsets. Das geht mir jetzt langsam aus. So, das Schneiderset nehmen wir auch nochmal. Und dann können wir auch gleich die nächste Karte ansetzen. So, das wäre jetzt 4. Lechenko. Ratai ist unten. Den langen Weg. Das unten rechts sollte, glaube ich, die Mühle darstellen. Und da oben eine Mineneingang. Okay. Gucken wir mal, Lechenko. Das ist ja der Weg hier oben gemeint. Und ich denke mal, das hier wird die Mühle gemeint sein. Oder damit ist die Mühle gemeint. Oder meinen die vielleicht das hier als End, dass das hier irgendwo ist? Na gut, ich kann mir das ja schon mal vormarkieren. Das ist ja nicht das Ding. Dann einmal Pferdchen holen. Und dann schauen wir doch mal, dass wir, hoppala, hier einmal schnell nach Lechenko kommen. Und dann müssten wir mal gucken. Ne, wir müssen ja jetzt sowieso oben lang. Aber ich bräuchte eigentlich neue Rüstsets. Glaube nicht, dass der Schmied, der hatte, glaube ich, nur Waffensets, ne? Ich meine, er hatte nur Waffensets. Müssten halt einen richtigen Rüstschmied holen. Deswegen reiten wir jetzt einfach mal los. Ich denke mal, das dürfte noch ausreichen. Alle hops. So, das hier ist das Richtige. Der richtige Weg vor allen Dingen. Wir müssen auf einen Karren achten. Oh, diesmal beim Random Spot hier hinten nichts. Okay. Ist schon schlimm. Mittlerweile kennen wir die Random Spots. So, hier ist die erste Brücke. Moment. Okay, wenn du schon anfängst zu kläffen, dann hast du schon was gefunden. Und immer wenn du was gefunden hast, hast du uns mega geholfen. Also, wir bleiben bei dir. Was hast du hier? Ach, ein Nest. Na gut, kann ich das runterholen? Bestimmt. Wenn ich noch ein Stück weiter hinten gehe. So. Na ja, gut, ein Dietrich ist immerhin da drin.
So, jetzt mussten wir mal schauen. Wir sind jetzt hier bei der Brücke. Ich stelle mich mal kurz auf den Weg wieder zurück. Da. So, über die Brücke rüber, dann kommt das Haus. Dann müssen wir noch ein Stückchen weiter und einen Karren müssten wir dort sehen. So, über die Brücke rüber, hier ist das Haus. Und jetzt müssten wir auf einen Karren achten. Der hier irgendwo rumstehen muss. Da achtet man so nicht so ganz genau drauf, wenn man jetzt hier so dran langläuft sonst. Das ist der Karren. Das hier ist der Karren. So, und beim Karren sollen wir hochwärts gehen. Gut, das mache ich lieber zu Fuß. Das heißt, hier hinten hoch. Bis wir eine Mine finden. Ja, man kommt hier richtig gut hoch. Ich rutsche hier nur runter. Ah. Ist halt einfach zu steil. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich rutsche hier nur die ganze Zeit den Berg runter. Und brech mir hier auch noch beide Füße. Weil ich versucht habe, gegenzuspringen. Und dann mache ich so einen Flummi-Move. Oh, wei. Na gut, wir haben Verbände bei. Wir haben alles Mögliche bei. Alles kein Problem. Okay, Verband braucht man eigentlich gar nicht anlegen. Bluten nicht die Füße. Aber wir haben noch... Achso, Nahrung. Ringelblumenaufguss. Tut's ja mal gut, dass wir die mit haben. Gibt's hier irgendwo einen Weg hoch? Weil es ist halt viel zu steil. Ich will jetzt nicht schon wieder springen. Das geht halt nur nach hinten los. Ich versuche mal weiter in die Richtung hochzustemmen. Weil hier oben muss ja irgendwie eine Mine sein oder so. Das ist halt alles viel zu rutschig, um da hochzukommen. Ja, hier könnte klappen. Ja, hier kommen wir relativ weit nach oben. Das könnte schon richtig sein. Könnte. Muss nicht. Haben wir hier überhaupt eine Höhle oder sowas? Nee. Sowas wie eine Höhle sehe ich jetzt hier nicht. Köter hat auch noch nicht angeschlagen. Das heißt, wir sind noch nicht mal ansatzweise richtig. Ah, ich glaube, ich laufe hier schon. Bin schon längst dran vorbei, oder? Weil wir laufen ja jetzt auch schon gerade hier. Ein Höhlchen oder irgendwie eine Grube oder irgendwas in der Richtung. Muss es doch hier geben. Na, jetzt bin ich hier aber ganz schön weit abgelaufen. Jetzt sind wir ja schon fast beim Müller. Aber bin ich vielleicht einfach zu hoch? Könnte natürlich auch sein. Nee, halt. So. Machen wir nochmal, Such. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Vielleicht findest du ja hier noch was. Da ich jetzt noch nicht sicher bin, ob wir das jetzt hier schon mal gefunden haben. Ich weiß, dass wir am irgendeinen Hang mal irgendwas in der Richtung gefunden hatten. Aber ich glaube nicht, dass das hier war. Ich meine, das war hinten irgendwo bei Thalmberg.
Nee. Da hinten ist irgendwas Weißes. War ein Felsen. Aber hier ist auch nichts. Ich kann ja jetzt da unten schon den Wagen fast sehen. Ha. Das soll doch hier irgendwo sein. So, ich guck nochmal auf die Karte. So, da haben wir die Schatzkarte. Beim Wagen rein. Oh. Hast du das gefunden? Hast du das gefunden, was wir suchen? Och komm schon, Köter, bitte. Alle Hoffnung ruht jetzt auf dir. Ja. Ja, hier ist es. Hier ist es. Oh, du bist top, Hund. Du bist top. Und hier haben wir auch eine, ja, schwere Truhe, die unseren Schatz wohl wahrscheinlich beinhalten wird. Entriegelt. Und edle Kompositionsbeinlinge. Mhm. Edle Stiefel. Mhm. Beckenhaube, Rezept und ein Schrumpf. Würfel. Was ist denn ein Schrumpfwürfel? Einer der wenigen ordentlichen gezinkten Würfel. Natürlich zugunsten seines Besitzers. Mhm. Okay, gut. Können wir uns eigentlich alles nehmen? Da ist jetzt aber nichts weiter drin, wo ich sagen würde, jo, das brauchen wir unbedingt. Aber das passt. Ja, Mensch, das hatten wir doch noch nicht gefunden. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich jetzt nochmal ein bisschen leerer werde. Machen wir einmal kurz so. Legen hier mal ein bisschen was ab. Ja, das reicht ja auch, wenn wir nochmal ein paar Waffen bestimmt mit weglegen hier. So. Den haben wir ja sowieso nicht ausgerüstet. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich ihn aussehen ausgerüstet. Das kommt nochmal weg, das kommt nochmal weg. Ja, das dürfte jetzt erstmal passen. Ja, dann gucken wir uns nochmal. Vielleicht schaffen wir noch eine Schatzkarte in der Folge jetzt hier. So, jetzt die Nummer 2. Das sieht aus wie das Kloster. Könnte ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Sieht eigentlich so vom Aufbau auch sehr aus. Und den Weg sind wir sehr häufig gelaufen jetzt. Durch die ganzen Questen. Deswegen würde ich sagen, das ist vom Kloster aus und dann muss da hinten ein, ja, sieht aus wie ein toter Baum und dort ist ein Grab. Das heißt vom Kloster aus. Müssen wir mal gucken. Machen wir hier mal die Karte. Ja, das sieht sehr ähnlich aus. Das heißt, hier in dem Wald müsste das so circa sein, oder? Hier muss irgendwo ein toter Baum sein. Na gut, dann wollen wir erstmal gucken, dass wir unser Pferd nehmen, aufsitzen und dann einmal ganz fix zum Kloster rüberreiten. Ah, jetzt ist ein Kampf dort. Okay, wer kämpft denn? Darf ich mitmachen? Na gut. Ich will noch eine Schatzkarte schaffen, deswegen machen wir jetzt einmal kurz fix. Wer hat mich denn da jetzt angerempelt? Ja, selber schuld. Verdammt, jetzt habe ich den anderen Kumpan verloren. Bei euch alles gut? Okay, die sind abgehauen. Und dabei wollte ich jetzt eigentlich so ein schöner Held sein. Naja, ach komm, Speck für unseren werten Freund Köter hier. Komm mal her, dann kriegst du wenigstens was. Ich habe. Ganz lecker. So, einmal Speck für meinen Lieben. Ruf verbessert, okay.
Jo, passt doch. So, Groschen nehmen wir uns mit. Ja, das Trockenobst, das kann ich mir auch nochmal gönnen. Keine Reitersporen. Na gut, dann nicht. Denn wir wollen weiter zum Kloster. Jetzt ist ja doch noch einer da. Hä? Alles klar, Händler? Scheinbar schon. Schade, dass man die dann nicht ansprechen kann und dann, dass sie sich dann wenigstens bedanken können. So nach dem Motto so, ja, danke, dass du uns geholfen hast. Diese Bösen, come on. Das wäre noch richtig cool gewesen. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Toter Baum. Könnte das nicht da sein, wo Johanka gepredigt hat? Ja. Ist das nicht die Möglichkeit, dass es da ist, wo Johanka gepredigt hatte in der Nähe? Wäre möglich. Wäre möglich. So, gerade und dann den letzten Weg hoch und dann müsste man es eigentlich schon fast sehen. Okay. So, das heißt, wir ignorieren alles, bis wir den letzten Weg finden. Die letzte Wegkreuzung. Das heißt, den hier ignorieren wir. Wir gehen einfach weiter. Nein, gehen wir nicht. Goethe hat sich anders überlegt. Und was hast du denn gefunden? Unfallort, okay. Ist da dann irgendwas Besonderes? Der Löwenzahn, aber ich will mich jetzt hier nicht mit anderen Sachen eindecken. Nee, nur ein Unfallort. Hier ist nur ein Unfall passiert. Aber ja. Den Sherlock können wir jetzt nicht spielen. So, denn wir wollen unsere Schätze finden. Wir müssen uns mal festlegen hier. So, bis es nicht mehr geht. Interessanter Ort. Wo ist denn da jetzt? Sind wir jetzt gerade durch einen interessanten Ort durchgerannt? Hoppala. Achso, hier. Ach, die Steinchen. So, aber auch noch nicht das, was wir wollen. So, der hier müsste das jetzt, das müsste der letzte Weg sein, den wir jetzt hier haben. Genau. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie einen toten Baum sehen. Weil dort soll ja... irgendwie was sein. Okay, Goethe hat schon eine Spur. Da ist er. Ich habe hier auch irgendjemanden neben reden hören, aber... ah, hier ist das Grab. Okay, wir haben es schon gefunden. Gut gemacht, Köter. Gut gemacht. Bist der beste Freund des Menschen. So, dann wollen wir mal gucken. Der Traum des Alchemisten. Na gut, können wir nicht mehr gebrauchen, aber die Groschen können wir gebrauchen. Unglückswürfel. Ein Spielwürfel, in den du am besten so weit wie möglich wegwirfst. Okay. Ja gut, nehmen wir uns alles mit. Ist ja kein weiterer Schaden für uns. Aus den Gräbern kommt man immer so schwer wieder raus. So. Ja, dann passt das doch. Und ich habe hier, meine ich, noch irgendjemanden quatschen gehört. Ja, Köter ist auch der Meinung.
Ach, das sind die Banditen hier unten. Ja. Wer ist da? Wo immer noch der Händler liegt. Hey, was sagt man dazu? Das Schwein. Ne, komm. Na, mal sehen, wer gleich schwimmen geht. Oh, das ist fies. Ich kann ihn nicht weiter boxen. Au. Dein Ende ist nah. Mehr hast du nicht drauf. Nee, nee. Hier drüben, wo sind alle? Schnell! Solange ihr nur zu zweit bleibt. Ja, komm. Du willst also auch nochmal? Hau dich doch! Ja, tu ich doch schon. So. Was ist los? Kurva! Er geht jetzt eine Runde schwimmen. Wir machen hier gerade Badespaß. Ah, ich kann im Wasser immer nicht ausweichen. Das nennst du kämpfen? Nee, nee. So, aber jetzt. Schöne gerade, noch eine. Leck mich doch. So, ersten haben wir. Du kriegst auch noch mal einen weg hier. Komm. Eier doch nicht so rum. Gnade. Genug, du gewinnst. Ach, jetzt gewinne ich, oder was? Wie er aber Rakizaki wusste, was ich jetzt vorhab. Was? Na, jetzt habe ich ihn noch. So. Hoppala. Nee, das wollte ich jetzt nicht wieder fallen lassen. Wollte mir eigentlich gucken, was du noch so Schönes bei hast. Aber nichts weiter. Alles okay? Oder hast du jetzt noch was gefunden? Hast du jetzt noch was? Nee. Das war fake. So, jetzt einmal schnell zurück. Da liegt ja noch sein Kumpane. Der sich wieder hingelegt hat. So, da ich ja weiß, dass du sowieso abhaust. Kurz und schmerzlos. So, den Aufguss, den Silberring. Jo, passt. Peter, was hast du denn da hinten? Will doch nur mal kurz gucken. Ach, jetzt ist er schon wieder zurückgekommen. So, das Schild. Nein, das schwarze Schild, das brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Ah, hast du noch was oder hast du nichts? Scheinbar hat er nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal noch mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann!